Hast du nicht gesagt, du hast jemanden im Hostel am Freitagabend kennengelernt? Einen netten Mann? Wow, Alter, ich muss ehrlich gestehen, das war wow, oh ja, safe. Aber ein bisschen mehr kann noch kommen. Mama, bist du da? Oh Gott, das ist mein Sohn Hannes. Okay. Ja, komme. Schöne Überraschung. Scheiße, Mann. Ich hab doch nicht etwa das ganze Wochenende mit der Mutter von meinem besten Kumpel gevögelt. Die sollte doch in meinem Zimmer in der WG sein. Gefeiert. Und ja. Mama, ganz kurz. Es war ein bisschen viel in letzter Zeit für mich. Ja, das war jetzt mal eine Ausnahme. Also ich hab da mal. Du trinkst keinen Alkohol, Mama. Ja, das war jetzt heute mal. Gestern Abend ging's mir mal ein bisschen. War ich seelisch nicht so auf dem Damm und dann dachte ich mir, ja, trinke ich mal ein Gläschen. Ich wollte auch heute einen ganzen Tag mit dir verbringen. Du machst dich fertig? Ja. Ich warte unten. Okay. Ich würde vorher noch mal schnell treffen. Nee, warte mal, die Spülung ist kaputt. Das ist mir ganz unangenehm. Am besten, du gehst dann unten aufs Klo. Ich wollte dir sowieso noch mal was zeigen draußen. Komm mal mit, ich habe da was noch, ganz Süßes entdeckt draußen. Hast du noch einen Guck Tee? Mal Baum. Nein, weißt du, wie ich bin? Guck mal, da hinten ist ein ganz süßes Eichhörnchen. Dein Ernst? Ja, weißt du doch, als ich. Digga. Na, mein Alter Jutze, bitteschön, deine Sachen. Boah, Junge. Das ist dein Herz, ey. Du hast tatsächlich Hannes seine Mutter gemacht. Hör mal auf zu lachen, Mann, Alter. Das ist nicht witzig. Ich weiß. Hannes darf das niemals erfahren. Nein, natürlich nicht. Digga, aber erstmal großes Glück, dass du am Arbeiten bist wegen den Klamotten, Mann. Ja. Dankeschön. Gerne. Ich bin am Arsch, Alter. Bist du? Ja, ich bin richtig am Arsch. Ich muss jetzt zu der Mom, ich muss meine Sachen holen. Du hast doch gerade schon. Ich stehe jetzt. Was, Alter? Alter, wie sieht's aus mit Alf? Nichts. Wie nichts? Leute, ich war noch beim Metzger nebenan, weil er da immer einen Knochen auf Lauch kriegt. Ich dachte, da geht er vielleicht hin, weil er Hunger hat, aber. Hat ihn auch keiner gesehen. Sorry, tut mir leid, ey. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Weil ich liebe diesen Hund, der kann doch nicht einfach weg sein. Was ist, wenn ihn einer mitgenommen hat oder wenn er, keine Ahnung, wenn er vom Auto überfahren wurde? Ja, aber Cardo, ich glaube, dass Alf schlau genug ist, nicht bei irgendjemandem wildfremd einfach mitzugehen. Es sei denn, der hat irgendwie eine Wurst in der Hand oder so. Ich mir auch nicht, aber. Oskar hat am Freitag hier Schicht gehabt an der Bar. Vielleicht hat er ja irgendwas gesehen. Ja, vielleicht hat er irgendwas mitbekommen. Wo ist dieser Junge überhaupt? Du, geh erstmal ein Stückchen zur Seite, Digga. Wie darf ich ihn sehen? Du machst das. Ja, glaub mal, dann mach mal das. Sebastian, du bist ja noch gar nicht weg. Sag mal, ich wollte dich fragen, was machst du denn heute Abend? Moment, du arbeitest hier? Ja, gut, dass du es ansprichst. Deswegen ist das halt auch so doof. Und wegen heute Abend, ich habe da sehr viel vor. Ich habe ganz viele Sachen geplant. Ich habe das total vergessen. Wie ja, mache ich was anderes, kein Problem. Ja, ich meine Sachen holen. Richtig böse. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Meld dich auf jeden Fall. Ja, ich melde mich natürlich. Also, man kennt mich nur darunter, dass ich mich immer melde. Und deswegen wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Hab mich gefreut. Ciao. Digga. Sebastian, da ganz schön Eindruck hinterlassen, ne? Fresse jetzt. Oskar. Nein, du hast es gemacht, Alter. Alles gut. Ich bin ja am Arsch, Alter. Hannes darf das bloß nicht herausfinden. Hm. Hör auf zu lachen. Ich kann nicht. Oskar. Das geht nicht. Oskar. Boah, Junge, ich bin richtig am. Die Klamotten riechen auch noch komplett nach ihr. Ist ja widerlich. Oh, meine Fresse. Ich bin richtig am Arsch. Hallo. Oh, hi. Neuer Kollege? Das ist Sebastian, der kümmert sich hier um, Hi. Sebastian. Ja, den Spaßfaktor, die Unterhaltung.
Wir werden uns bestimmt noch mal besser kennen. Digga, was soll das? Was denn? Hör auf damit! Womit? Digga, mit dieser ganzen Scheiße, halt doch jetzt einfach deine Fresse. Also, du musst mir einen Gefallen tun. Du musst die für mich waschen. Hier. Ich will nicht waschen. Du musst sie für mich waschen. Hannes checkt das, wenn er das riecht. Dass das Parfüm von seiner Mom ist. Ist das ekelhaft. Bitte. Bäh. Oscar, nimm es. Ah, Oscar, nimm es. Ich will nicht. Du musst es für mich waschen. Okay? Ja. Geh halt. Mach das bitte für mich. Stinkwahnsinn. Wohin? Hey, Oscar, oh, hey. Sag mal, hast du Alf gesehen? Warst du Freitag irgendwie bei mir im Apartment, hast es geputzt, ist da rausgelaufen, irgendwas? Hast du die Tür aufgelassen? Nein. Also, ich hab zwar mitbekommen, dass dein Hund weg ist, aber ich kann da nichts für. Also, ich bin Freitag hier raus, dann bin ich durch den Innenhof und da habe ich Daria getroffen, genau. Und die hatte die Hundeleine von Alf in der Hand. Was? Ja, ja, pass auf. Und dann habe ich sie direkt gefragt, ob sie wüsste, wo der Hund ist. Sie hat Nein gesagt. Nein, sie hat Nein gesagt, auf jeden Fall. Und, ja. Und weiter? Ja, ich glaube schon, dass sie es weiß, weil ich mag die halt nicht und ich kann mir gut vorstellen, dass sie eine ganz schön linke Bazille ist. Ich wusste es. Daria muss was mit Alfs Verschwinden zu tun haben. Wenn dem Kleinen irgendwas passiert ist, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Du bleibst erstmal hier. Und seit wann arbeitest du hier oder bist Praktikant? Das ist scheißegal. Und du wolltest dich gerade eben schon wieder verpissen, oder was? Das ist gerade scheiß Ernst. Eigentlich gar nicht so, wie es Digga, wir am Wochenende. Früher gehen und so. Nix da, wir müssen was arbeiten. Ich weiß nicht. Nee, warte mal ganz kurz. Und du kommst auch mal ganz kurz mit. Ja. Warum Shirt? George hat die Frage vielleicht ganz richtig gestellt. Du, das ist eine lange Geschichte. Arbeitest du jetzt hier? Kaffee über mein Shirt. Der Oscar hat mir ein T-Shirt gegeben. Und deswegen, ich muss jetzt... Moment. Du sagst zu mir, du wärst mit Oscar übers Wochenende nach Prag. Ihr wart nicht in Prag, weil er hat hier gearbeitet. Er muss arbeiten kommen. Ich bin alleine gefahren. Ach, hab auch viel gesehen. Bist du die Sache los? Ich hab auch keine Zeit. Bist du, warte mal ganz kurz. Bist du allein nach Prag gekommen? Ich bin allein. Ich erzähl's dir. Was hast du denn gesehen? Wo musst du denn hin? Oscar, danke nochmal, dass ich bei dir pennen kann. Junge, diese Situation mit Anders und seiner Mutter, die kann ich einfach nicht. Das ist einfach viel zu viel für mich, Digga. Ich weiß auch nicht, was ich mache. So, wenn die kommen, dann ich bin auf jeden Fall komplett am Arsch. Mama, ist auch aus eigentlich Mama? Ja. Ausgleich muss auflegen. Die sind hier. Ausgleich muss auflegen. Ja, du, hier ist ein Ich muss jetzt ganz leise sein und abwarten, dass Hannes und seine Mom verschwinden, bevor ich vorübergehend zu Oscar ziehe. Und die darf mich hier nicht sehen, sonst fliegt alles vor Hannes auf und er killt mich, weil ich seine Mom genagelt habe. Was geht ab? Alles fresh, Hannes? Alles gut? Meine Mama ist da. Cool. Was cool? Komm mal jetzt raus, die kennenlernen, bitte. Ich will auch eine Runde schlafen gehen, mein Junge. Mir geht's doch noch gar nicht so gut. Prag hat mich so ein bisschen... Was ist denn mit deiner Stimme? Ja, Prag hat mich so ein bisschen auseinandergenommen. Ah ja. Okay, auf jeden Fall nochmal Dankeschön, dass ihr dass du das Zimmer frei gemacht hast. Aber die hat eben im Hostel geschlafen. Die meinte, dass das Spaß gehabt oder so. Ich erzähl dir alles, die ganze Zeit. Komm doch mal jetzt. Komm, nein, das ist meine Mama. Hey! Bisschen Anstand, Kollege. Mama, bitte. Kommst du mal ganz kurz bitte hierher? Wir machen das. Nein, mir geht es doch gar nicht. Lass doch mal, hör doch mal auf hier. Du bist gesund. Ich bin scheiße. Na, ich Hi, Sebastian. Ihr kennt euch. Ja, habt ihr Freitag kurz im Hostel kennengelernt. Im Hostel. Hast du nicht gesagt, du hast jemanden im Hostel am Freitagabend kennengelernt? Einen netten Mann? Ja. Warum verpisst er sich nicht? Hör auf jetzt. Schick ihn bitte raus, Mo, schick ihn raus. Schick ihn raus. Redet doch erstmal darüber. Worüber soll ich reden? Verpiss dich einfach! Was wollen wir denn noch klären? Da soll er mir nochmal sagen, dass er meine Mutter hat? Hör auf jetzt. Nein, treib's doch nicht. Geh einfach. Bis tut mir doch leid, Mann. Ach, dir tut's leid? Ja, natürlich tut's mir leid. Ich konnte das doch nicht ahnen, Alter. Was für ein Versehen? Digga, ich konnte doch nicht ahnen, dass sie treffen, dass du so hübsch bist, dass du der Sohn bist, Digga. Das konnte ich nicht. Alles. Halt deine Fresse jetzt. Es tut mir leid. So redest du nicht über meine Mutter, Mann. Es tut mir leid. Halt deine Ohren, geh einfach. Geh.
Bruder, für mich ist doch selber eine unangenehme Situation. Ach. Eine eklige Situation, Digga. Ich will das doch auch nicht, Mann. Alter. Pass auf, nimm einfach deine hässlichen Wurstfinger von meiner Mutter und dann ist gut. Ich schwöre, das ist ich dein Leben. Chill. Ich f*** dein Leben. Chill. Geh rüber, ey. Schiss. Sebastian, wir haben richtig Mist gebaut. Das ist alles meine Schuld. Mach dir jetzt erstmal keinen Kopf. Ich habe auch ein mega scheiß Gewissen. Aber du kannst da jetzt auch nichts für. So, wir wussten es halt nicht. Und du musst dich jetzt wirklich ein bisschen beruhigen. Ja, brauchst du irgendwas? Eiscreme soll helfen, wenn es einem schlecht geht. Das kenne ich von Jill und ich besorge Eiscreme. Eiscreme wird immer glücklich machen und ich hole jetzt Eiscreme. Wir sehen uns gleich. Das ist eine Vollkatastrophe. Nicht nur, dass Hannes sau wütend auf mich ist, sondern jetzt weint seine Mama auch noch wegen mir. Wie komme ich jetzt bloß aus dieser Scheiße raus? Es tut mir wirklich so sehr leid. Dir muss es nicht leid tun, okay? Dass ich hier vorhin so ausgerastet bin, das war einfach nicht cool. Das war sogar ziemlich asozial. Deswegen muss ich mich bei dir entschuldigen. Ich kann das absolut verstehen, Hannes. So würde jeder reagieren, der... Du musst mir bitte glauben, dass das keine Absicht war, dass ich mit Sebastian war. Okay, sprich es einfach bitte nicht aus. Ja, ich glaub dir das. Hannes, ich danke dir. Ich hab dich einfach lieb. Hannes, komm mal, ich muss dir sagen, ich hab dich auch sehr lieb und... Ich hoffe, und zwischen uns ist wieder alles gut. Ich kann dir nicht langsamer sein. Danke. Hey. Ich hab Eis mitgebracht. Hannes, kannst du deinem Freund Sebastian nicht auch verzeihen? Er wusste es doch auch nicht besser. Ja, wenn er sich normal entschuldigt, dann ja. Ja, Digga, es tut mir auch leid. Sorry, Mann, ich wusste nicht, dass es deine Mom ist. Ey. Es tut mir wirklich leid. Sorry? Digga, kannst du die ganze Sache mal ein bisschen ernst nehmen? Hast du eigentlich ein Fünkchen Respekt? Hast du ein bisschen Respekt? Digga, verpiss dich einfach. Wenn du diese Scheiße nicht ernst nimmst, dann verpiss dich. Junge, natürlich. Hey, komm, du hast ja Eis mitgebracht. Kannst du in deinem Zimmer alleine fressen, Mann. Ja. Könnt ihr euch jetzt einfach bitte ein Scheißstück Pizza nehmen? Ich habe die extra für euch beide gekauft und die war teuer. Nehmt euch einfach bitte ein Stück. Die verkackten Kinder. Hier, nimm und iss. Hi, Jungs. Hey. Mama. Hi. Willst du jetzt schon abreisen, oder was? Ja. Das ist echt blöd, das hast du wohl vergessen. Danke. Ja, und ich würde mir jetzt zum Abschied wirklich noch wünschen, dass ihr Jungs euch vertragt. Ich meine, ihr seid so gute Freunde und gebt euch einen Ruck, das ist zu schade um eure Freundschaft. Ja, ey, wir können deine Mom jetzt auch nicht so gehen lassen, Mann. Hannes, es tut mir wirklich leid, was vorgefallen ist. Und hätte ich das gewusst, dass deine Mom... Ich hätte es nie im Leben gemacht, Mann. Du bist mein Bro, ich könnte dir sowas gar nicht antun. Nie im Leben würde ich das tun. Nie im Leben. Wirklich nicht. Buddy, Mann, ich liebe dich doch. Es tut mir wirklich leid und es wird wirklich nie wieder vorkommen. Ist okay. Es war ja nicht deine Schuld. Danke. Macht's gut. Tschüss, Mama. Schöne Grüße, ja? Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Okay. Jungs, ich sage,
Meiner Meinung nach wäre der erst richtig quitt, wenn du jetzt einen Arm bumsen würdest. Das wäre eigentlich das. Digga, bist du dumm, Alter? Halt mal deine Schnauze. Ein bisschen recht hat er ja schon. Was denn? Beruhigt euch mal. Ja, okay, pass auf, hey. Eine Sache. Wir reden bitte nie, nie wieder hierüber. Okay? Keine dummen Witze, gar nichts. Ehrenwort. Danke. Jungs. Kauf einfach deine Scheißanteile von der Bar, damit ich weder dich und noch deine Tochter in der Bar sehen muss. Ich mache dir jetzt ein Gegenangebot. Ne? Du verkaufst die Anteile, dann musst du mich nicht mehr sehen, Daria nicht mehr sehen und das ganze Konzept ist aus deinem Kopf raus. Warum, du Ego,